Willkommen hier zur Halbzeit des 7. Bundesligaspieltags. Augsburg gegen Berlin. Augsburg ist bei uns die absolute Schießbude. 34 Gegentore haben die kassiert. Wenn man sich mal die letzten beiden Spielzeiten anschaut, haben sie jetzt so circa die Hälfte, gerade mal nach 6 Partien, ja, hinten schon reinbekommen. Also, das ist nicht so gut, aber auf der anderen Seite, jetzt haben wir die Berliner zu Gast. Und Mucke ist mit Berlin punktlos, außerdem noch torlos. Ja, wenn sich die Augsburger denken. Super. So weitere Statistiken findet ihr auf ultimate-kicker.de. Wo kann jetzt halt die Statistik so für einfach nicht mehr leiden? Kann das nicht so mal ausspucken? Nur, also die, der Mucke, ne? Der ist der Loser vom Dienst. Nein, das sagt sie doch so nicht. Ansgar an der Pfeife. Der hat es in der letzten Partie, zumindest in den ersten 45 Minuten, ordentlich verkackt. Mal schauen, wie er jetzt drauf ist. Eure Tipps mal in die Kommentarbox. Was glaubt ihr, wie endet dieses FIFA-Match und die reale Partie? Und mal gucken, wie Mucke hier startet. Er lag ja zuletzt vorne und oh, fast erneut eine Führung. Ja, musst du dir mal vorstellen. Ich lag vorne und hab dann 6 Buden gekriegt. Ja, gut. Ja. Ja, so, wann machst du die 6? So, okay. Erstes Tor und Schießbude Augsburg wieder am Start. Mucke darf der Statistik-Software einen Stinkefinger zeigen. Sei froh, dass ich keine Facecam habe. Hab ich schon, die ist im Keller. Mensch, so schnell kann das gehen. Ja. Da ist das erste Tor gefallen und ja, Augsburg macht im Prinzip da weiter, wo sie aufgehört haben. Gegentore kommen. Ja, oh, komm, Ansgar liegt auch mal gut los. Rot. Da lege ich mich jetzt fest. Nein. Ansgar, Mann. Ansgar sagt gerade, du, da muss ich pfeifen. Das ist sonst zu auffällig. Der hat abgenommen. Ja. Der Ansgar ist ein ganz anderer Typ. Ja, alle, die jetzt hier neu einschalten, wundert euch nicht. Wir kennen die Schiris über Jahre. Ne, das ist schon fast freundschaftlich. Also mit den einen oder anderen. Ja, mit dem einen oder anderen. Ja, mit Vincent, so. Den kennt man über Jahre. Das ist eine Freundschaft geworden. Ist gerade mal in dieser Saison dazugekommen. Ja, Jahre. Ja, jetzt. Oh, der ist schnell. Der ist schnell. 11 Meter. Meine Herren. Was war das, Cordoba? Ja, das war gerade auch irgendwie kacke. Oh, Cordoba, bleib doch nicht stehen! Mann! Oh, dass ich das mal erleben darf. Tom schießt daneben. Hei. Aha. Es wird gefährlich. Und Gretchen. Abseits. Oh, schade, ich wollte. Oh. Ich mach das doch voll alleine, ich hab Angst. Oh. Ja, komm, der ist doch umgekippt. Das war ich aber nicht. Ich denke mal, Ansgar, der wird da jetzt auch nicht irgendwie eine Karte zeigen. Nein. Aufpassen, das ist eine Riesenlücke. Alter! Oh, das ist jetzt aber rot. Also, sorry. Ich glaube nicht, dass ich da dran war. Ansgar, komm, lass uns drüber reden. Also, sorry, der wäre drin gewesen, du. Hast du eine ganz klare Tour vermasselt hier. Das ist doch nicht mal 11 Meter? Nee, natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, warum das rot ist. Das wissen wir alle nicht. Nö. Ja. Nö. Ach, das ist doch wieder herrlich hier heute. Ja. Hallo! Boah, was hast du denn da für eine Lücke? Ach ja, da fehlt ja einer.
Ja. Ist mir gerade auch wieder eingefallen. Scheiße, da fehlt ja einer. Nee, komm, der ist von alleine umgekippt. Haben wir aber hinten zu tun hier. Jetzt müssen die Gretchen sitzen. Gut. Ja. Oh. Ach ja, jetzt kann er ja sogar hier nur noch drei hinstellen. Fehlt ja einer. Das wird nicht leichter mit Augsburg. Oh, der war aber nett. Der war scheiße. Nein! Oh. Abseits-Tor! Das höre ich aber anders. Hat sich mal alles gegen dich verschworen ein bisschen. Ach, Quatsch. Nein! Was kippen die denn alle um? Oh, du hast aber auch mit der langen Pille, ey. Boah, die kam sogar an. Schade. Dass wir den nicht weiterleiten konnten. Ja, geschubst! Was? Krieg ich Freistoß? Wofür? Oh, ernst, ja. Wofür? Eieiei, das wird eine schwere Partie. Torwart? Nee, nicht dahin. Rausköpfen. Ja. Ja. Oh Gott, ey. Yes! Scheiße. Ey, nee. Fuck. Oh Gott, das ist ein Spieltag heute. Eieieiei. Geht's noch um Fußball? Ich weiß gar nicht. Ja, das wissen wir noch nicht. Mann! Eieiei! Also, du hast einfach zu viel Routine in den Elfmetern. Viel zu viele gehabt. Nein! Ja, oh Gott, das war kein Schüsschen. Mann, ey! So, wir gehen mit einem Rückschritt in die Pause. Das ist schlecht. Dass ich das mal erleben darf. Oh, ist hier was los? Das ist ein Spieltag heute. Die Leute denken sich auch, oh Gott, was für ein Energy Drink haben die denn gesoffen? Die wollen wir auch haben. Ich habe ein High Quality hier stehen, also davon mal ab. Oh, 96 Cent inklusive Pfand, ne? Also. So, weiter geht's, jetzt aber. Ja, jetzt aber. Oh, bist du wieder so viel am Wechsel, dass du wieder nicht, dass du wieder nicht reden kann? Nein, es ist Abseits! Und den hast du doch. Oh, ja! ja! Alter! Boah, wenn ihr den nicht gehabt hättet, das wäre das kurioseste Tor dieser Saison bis jetzt gewesen. Ja. Ja, hallo? Alter! Wie oft ist der jetzt an mir abgeprallt und wieder vor deinen Füßen gelandet? Lila Lechner Köpfen im Arsch! Kommt auch an!
Hört auf zu pfeifen. Aber schön, wie er den noch treten wollte, den Ball. Ja, ne? Oh, schön. Ja! 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 Der ist... Komm, Askaki. Ne. Yes! Ja, rot. Aber das ist doch hier schon wieder ein komischer Schiri. Ansgar, das gefällt mir nicht. Bist du der Ansgar? Nein! Ui! Oh, oh! Hey, ey! Oh, oh! Ai! Bei mir gibt er rot? Ja. Ja, guck, ich hab auch gelb. Oh Leute, was ist das denn hier so frei wie Kartoffelsalat? Wie ein Kartoffelsalat? Ja! Alter, oh. Zwei rote Karten und es kann nicht sein, dass hier der Ausgleich fällt. Gott sei Dank. Augsburg lebt noch. Zumindest diejenigen, die noch auf dem Platz stehen. Jetzt habe ich dich hingeguckt. Scheiße. Rot. Oh. Ja, den musst du jetzt haben, du Penner. Boah. Ja, oh, kommt, Leute. Hier ist Platz. Also, Ansgar, du kannst doch gerne eine dritte rote Karte verteilen. Hatten wir das jemals? Das weiß ich nicht. Du bestimmt schon. Ja. Ja, schön getimed. Oh, shit. Oh, ich krieg die Pässe nicht abgebrochen. Da sollte der gar nicht hin. Ach du Scheiße. Das kannst du deiner Mama erzählen. Das ist da Kopfschmerzen, kommt der Ball auch noch an. Oh, schön! Das gibt's nicht. Tor in Augsburg! Ja, ich kann da sowieso nichts mehr machen. Er ist nicht mehr verteidigt. Du weißt, was ich sagen will. Ich lieg hinten, das ist unnormal. Scheiße. Oh. Ach. Das ist immer eine Challenge, wa? Komm, ich will auch meinen ersten Punkt mit Hertha jetzt haben. Jetzt habe ich schon zwei Tore geschossen. Nein, doch nicht den in der Mitte! Den in der Mitte! Was ist daran so verschickt? Das wird doch verzählen! Ich will die Mitte! Oh Mann! Das ist doch abseits! Ah, schade. Oh. Nein, nicht schon wieder. Lau.
Jetzt steht mir doch nicht im Weg. Es geht um deine Karriere. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Oh. Nochmal gelb hinterher. Ja, wen spiel ich jetzt an? Tom läuft da im Zickzack-Kreisverkehr. Ich ziehe jetzt auch hier alle Karten hier. Der, ach, da gibt's doch schon. Ah, da gibt's. Alter. Hau ab! Neu im Spiel, die Nummer 9, Krzysztof Piątek. Oh, Licht. Oh, hab ich ein Glück. Was ist das für ein Pass? Alter Schwede! Jetzt, Marin! Marin! Oh. Nein! Oh, das gibt's doch nicht! Nein! Oh! Das war's, glaube ich. Warte, warte, der kommt! Ja, lass mich laufen. Ah, Mann! Mucke holt den ersten Punkt mit Hertha. Ich kann Ansgar nicht mehr leiden. Und wir sehen uns in Stuttgart. Tschüss! Ansgar nicht mehr leiden! Oh, also hier geht's ab an diesem Spieltag, du meine Fresse.